Und so freuen wir uns, euch heute mitnehmen zu können in die Arena der Zusammenarbeit. In der Arena der Zusammenarbeit spielen wir drei verschiedene Themen. Und zwar seht ihr die hier: Leadership, Teamwork und Diversity. Ich zäume das Ganze mal von hinten auf. Mit Diversity meinen wir die Andersartigkeit des anderen in arbeitsteiligen Organisationen, was Unternehmen ja unzweifelhaft sind, optimal zu nutzen. Wie machen wir das? Die verschiedenen Charaktere optimal in Einklang zu bringen? Über Leadership, da sind wir beim zweiten Begriff, um daraus Teamwork zu formen. Und zwar Teamwork auf einem Niveau, was uns eben in die Spitzenklasse führen kann. Als Führungskraft positive Ergebnisse erzielen zu können. Zweitens, Menschen auf diesem Weg mit einer integrativen Führungskultur auch mitzunehmen auf einen gemeinsamen Weg und dabei vor allen Dingen auch das große Ganze immer im Blick zu haben. Also kein Silo-Denken zu fördern, dieses Abteilungsdenken klein zu halten und da das große Ganze wirklich auch zu entwickeln, wo sehr viele unterschiedliche Charaktere am Ende des Tages dazugehören. Top, Weltklasse. Zweimal Fußballer des Jahres von der ganzen Welt. Weltmeister geworden mit Brasilien. Was für ein Kicker war das denn? Haben wir noch nie gesehen, so einen Spieler. Und Ulf Kirsten. Ulf Kirsten. Der absolut beste 16-Meter-Stürmer, den ich gekannt habe. Ball, erster Pfosten, war ich schon, zweiter Pfosten am Jubel, war ich schon am Zurücklaufen. Und habe schon gedacht, genau wie Willy Landgraf, was mache ich mit der Prämie? Das sind verschiedene Charaktere. Und jeder hat auf seiner Position einen Spezialismus. Und das Spezialismus zusammen macht das Team. Fußball ist ein individueller Teamsport. Was wir gerade gehört haben, ist die Andersartigkeit des anderen in Fußballmannschaften gewesen. Übersetzen wir das Ganze jetzt mal wieder in den Business-Kontext. Wir gehen zurück in die Arena der Zusammenarbeit. Danke, Leute. Das ist es nun mal. Du musst zusammenarbeiten. Und der Bernd kann es nicht alleine. Er ist auch noch HSV-Fan und so. Also, das geht nicht von alleine. Und ihr müsst es ja zusammen machen. Und du mit deiner Abteilung und mit den Leuten, wo du mit zusammenarbeitest. Und es ist so geil, wenn du dann am Ende irgendwo dich eine Belohnung abholst. Für uns war es als Fußball eine Prämie, die du dann bekommst für einen Sieg. Ich hoffe, dass Bernd auch so klug ist, um links und rechts auch mal was zu sagen. Das ist möglich, wenn ihr das und das Ziel erreicht. Dankeschön. Thank you.